Ganz herzlich willkommen zum Hebeldepot von der Aktionär. Was hat sich darin getan in diesem Depot? Das möchte ich jetzt klären mit Thomas Bergmann. Hallo Michael. Einen Neuzugang gibt es ja seit der letzten Sendung, den werden wir uns aber am Ende der Sendung eben anschauen. Jetzt geht's los mit Amazon, mit dem Maß aller Dinge quasi, über 100% hier das Plus seit der Aufnahme. Jetzt will man auch in den rezeptfreien, beziehungsweise den Apothekenhandel einsteigen. Rezeptfreie Medikamente gibt's schon, also man grast alles ab. Genau, also man will in alle Märkte eindringen, wo es eben Marge gibt, wo man über das Internet handeln kann und auch eben die Konkurrenz quasi in Grund und Boden stampfen kann. Ja, und das wird nicht der letzte Markt bleiben, wo Amazon sich breit macht. Und man sieht es am Kurzverlauf, wir waren erstmals über der Marke von 1500 Dollar. Die Analysten kommen gar nicht mit der Erhöhung der Kursziele nach. Die liegen teilweise jetzt schon 1750 Dollar. Und ja, das halte ich durchaus für möglich, auch wenn ja der Abstand mittlerweile zur 200-Tage-Linie natürlich schon enorm ist und eine Korrektur eigentlich gesund wäre. Aber man hält sich nicht dran bei Amazon. Wir sehen es hier eingeblendet. Wir haben ja schon mal die Hälfte rausgenommen, aber die Position dürfte noch uns eine Weile begleiten. Den zweiten Wert mit grünen Vorzeichen sehen wir gleich hier. Vertex, ebenfalls seit dem 4. Januar gleich zu Beginn des Jahres mit dabei. 2,4% noch. Es ist ein bisschen schwächer geworden, das Plus. Klar, der Gesamtmarkt hat ja auch wieder ein bisschen verloren, aber man freut sich weiterhin. Ja, wir sehen es hier. Ich denke mal, das ist jetzt kurz vor einer neuen Aufwärtsbewegung und schaut eigentlich sehr gut aus. Kann man sich nicht beschweren. Wir schauen auf den Want-Index. Können wir jetzt nicht abbilden, deswegen sind wir hier exemplarisch Weibo. Da hast du einen Teilverkauf getätigt, was den Want-Index angeht. Ja, wir hatten aber vorher auch nochmal nachgekauft. Und diese Position, also ich sag mal, in dem Fall war es hier unten etwa, super getroffen am letzten Montag und gleich nach 40-50% Kurs plus innerhalb weniger Tage wieder verkauft. Aber die andere Position bleibt drin und wir sind hier sehr zuversichtlich. Man kann hier auch mehr dazu lesen in der aktuellen Ausgabe des Aktionär, die jetzt als E-Paper zur Verfügung steht und morgen am Kiosk ist. Also die Aussichten für die vier China-Kracher, sage ich mal, die sind sehr gut. Jetzt hatten wir drei positive Produkte uns angeschaut. Jetzt kommen wir zu was weniger fröhlichem. Daimler, da ist der nächste Dieselskandal schon in der Mache quasi und die Aktie auch unter Druck. Ja, also da muss man jetzt wirklich sehen, ob wir nicht heute noch die Reißleine ziehen. Wir sind jetzt unter 70 Euro. Das gefällt mir gar nicht. Dieselverbot, spielt natürlich auch eine Rolle und das Plus wäre schön. Das Minus ist mittlerweile auf 30%. Die Auswirkungen aufs gesamte Boot halten sich im Rahmen, aber klar. Das kann man nicht ewig mit anschauen. Steht zur Disposition. Wie sieht es denn mit Activision Blizzard aus? Auch da ist das Minus ein bisschen größer geworden. Ist ein bisschen größer geworden, das stimmt. Wir sind noch über dieser alten Ausbruchsmarke hier von 67 Dollar. Also ist noch nichts Dramatisches passiert. Aber klar, auch hier muss man mal schauen, ob sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt. Korrektur war natürlich gesund, nachdem wir auch teilweise sehr stark uns von der 200-Tage-Linie entfernt hatten. Aber grundsätzlich positiv das Umfeld, aber schauen wir mal. Dann schauen wir auf Evonik, hier sehen wir hier unten noch. Da sind wir leider noch nicht so lange dabei, seit 8. Februar, aber hat sich leider nicht allzu gut seitdem entwickelt. Ja, man muss sehen, der Spread ist 1 Cent, das sind schon mal 7-8%. Von daher, wir sehen es wahrscheinlich gleich auch im Kursverlauf. Die Aktie ist fundamental sehr, sehr moderat bewertet. Wir sehen hier, also 30,80 Euro, wenn das aktuell ist, dann sind wir 60 Cent über den Kauf. Also das Problem hier ist, dass die Vola so stark zurückgegangen ist. Und das wirkt sich eben auf Optionsscheine aus. Aber dieser Effekt wird nicht lang ewig anhalten. Die Aktie hat durchaus das Potenzial, ins Geld zu laufen und man sieht es hier sehr positiv technisch. Also von daher gibt es eigentlich hier keinen Anlass, nervös zu werden. Okay, also das wird erstmal im Depot bleiben. Sicherlich sieht es genauso aus bei Siltronic, weil das läuft sehr ordentlich. Der hat, haben wir sehr gut den Punkt erwischt. Hier unten haben wir zugeschlagen. Die Aktie ist gleich 8% nach Kauf mal angesprungen. Entsprechend positiv ist auch der Schein unterwegs. Und wir sehen hier den Rebound durchaus möglich wieder in dem Bereich hier von 140, 145 Euro.
Und am selben Tag, als du Siltronic ins Depot geholt hast, hast du auch Leoni, ich glaube, es war sogar Kollege Völkel, gekauft. Also hat er ein gutes Händchen bewiesen, denn auch hier bei Leoni. Genau, wir hatten uns da schon natürlich abgesprochen. Super Timing gewesen, an diesem Montag zu kaufen. Auch bei Leoni laufen die Geschäfte sehr gut. Und das sieht man hier mit der charttechnischen, mit dem technischen Kaufsignal, das wir hier geliefert haben. Wir sind hier wieder über diese Marke, auch über 56 Euro wieder hinaus. Also von daher ist die 60 und dann die 64 hier durchaus wieder im Bereich des Möglichen. Dann schauen wir jetzt, wie angekündigt am Anfang, auf den neuen Wert im Depot SAP. Hast du zugeschlagen? Warum? Hat auch der Kollege Völkel sich in meiner Abwesenheit austoben dürfen. Nee, das war quasi der Ersatz für den Want. Wir hatten, wie eingangs angesprochen, ja die Hälfte verkauft und dafür SAP. Ich finde die Aktie viel zu billig, Kollege Völkel natürlich auch. Und ich sehe hier durchaus wieder eine Rebound-Chance. Wir sind jetzt, wir sehen es hier, wir waren bei 81 Euro. Ungefähr 12, 13 Euro von der 200-Tage-Linie entfernt. Das ist in der jeglicher Grundlage. Und ich denke mal, dass wir in diesem Jahr deutlich höhere Kurse noch sehen können bei SAP. Von daher sind wir hier, denke ich mal, ganz gut unterwegs. Okay, dann sehen wir hier nochmal die Werte alle im Überblick. Also natürlich, wir haben es erwähnt, bei Amazon läuft es am besten. Oder auch bei Vertex sehen wir grüne Vorzeichen. Und auf der zweiten Tafel sehen wir auch noch einige Werte mit grünen Vorzeichen, haben wir ja gerade angesprochen. Also ja. Der Want Index, Siltronic und Leoni machen Freude. Jetzt schauen wir auf die Gesamtperformance, wie es da lief. Auch wieder etwas besser als, etwas schlechter leider als zuletzt. Als letzte Woche, aber wir waren auch schon deutlich weiter im Minus, haben da wieder aufgeholt und ich denke mal, also das Thema Fed Minutes hat ja uns jetzt beschäftigt, dass sich die Aufregung schnell legen wird und ich sehe jetzt gar nicht mal so schwarz für die Märkte. Es wird ein schwieriger Markt werden, sehr volatil. Also das könnte immer mal wieder zu deutlichen Schwankungen in einem Hebeldepot führen, bringt so mit sich. Aber grundsätzlich, denke ich mal, ist die Tendenz eher positiv. Natürlich muss man neu denken, wenn jetzt wichtige Unterstützungen gebrochen werden und der Markt das doch anders sieht als jetzt wir das Umfeld, weil eigentlich ist es positiv. Aber klar, man kann sich nicht ewig gegen einen Markt stellen, das wird teuer. Und deswegen muss man dann auch reagieren. Mhm. Wir sind ja nahe am Markt dran, deswegen auch keine Stoppkurse. Und von daher warten wir jetzt mal die nächsten Tage ab. Also wie gesagt, unsere Redaktion ist sehr positiv, was den Markt betrifft. Aber wie gesagt, Ein oder andere Einzelwert, der könnte vielleicht nächste Woche nicht mehr mit dabei sein. Das ist auf jeden Fall. Genau. Na gut, dann sind wir gespannt. Dankeschön für heute, Thomas. Gerne. Schalten Sie dann nächste Woche gerne wieder ein. Bis dahin.